Hallo, mein Name ist Oliver Knott. Ich bin heute hier, um euch zu zeigen, wie man Wurzeln im Aquarium vorbereitet, bevor man sie einbringt, beziehungsweise wenn ihr es neu einrichtet. Ihr seht hier eine kleine Auswahl an Wurzeln. Die Auswahl wird ja immer größer. Mangrove, Talawa, rote Moorwurzeln, alles so Klassiker. Und alle haben eigentlich immer dieselbe Eigenschaft, fast alle, dass sie schwimmen am Anfang. Und wie wir das verhindern, beziehungsweise wie wir die Wurzeln auch noch vorbereiten, das zeige ich euch jetzt. So, hier haben wir jetzt mal die rote Moorwurzel, so den Klassiker, wenn man sie frisch kauft, also ganz frisch. Und das ist eine rote Moorwurzel, die schon im Weißen im Aquarium liegt. Ihr seht so ein bisschen einen kleinen Unterschied. Und wenn ihr sie frisch kauft, ist praktisch, gibt es eine Möglichkeit, dass ihr die in einem großen Behälter oder ihr nehmt euch einen großen Behälter, tut da kochendes Wasser rein und lasst sie da mal im Weißen drin liegen, damit einfach die erste Schicht ein bisschen runterkommt, auch die Bakterienschicht, und dann könnt ihr sie noch ein bisschen abschrubben. Das könnt ihr machen, müsst es aber nicht unbedingt. Ihr habt aber den großen Vorteil, wenn ihr die Wurzeln so ein bisschen abkocht, ein bisschen reinigt, dass ihr eine geringere Bakterienschicht drauf habt auf den Wurzeln. Weil später, das habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, dass so eine Schleimschicht, also ein bisschen eine Schimmelschicht sich bildet auf den Wurzeln. Das ist nicht ganz so schlimm, das könnt ihr ein bisschen absaugen oder mit entsprechenden Schnecken oder sowas, die tun das auch abfressen. Kann man auch so praktisch wegbekommen, und durch dieses Abkochen und dieses Abschruppen wird es halt einfach ein bisschen verhindert. Und jetzt zeige ich euch noch, wie man die praktisch dann auch unter Wasser platziert. So, jetzt wollen wir unsere Wurzeln ins Aquarium einbringen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste ist, die Wurzeln ins Aquarium reinzulegen bzw. reinzustellen und mit Hilfe eines schweren Steins, wie hier ein Stück von dem versteinerten Laub, zu beschweren. Einfach, indem wir sie drauflegen. So. Können wir dann ein paar Wochen so drin liegen lassen. Und wenn die Wurzel dann vollgesaugt ist mit Wasser, hat sie genug Dichte und ist schwer genug, dass sie unten bleibt. Wir können aber auch den Stein so dekorieren, auch vielleicht hier so am Wurzelende ein bisschen, dass es auch noch schön aussieht, dann können wir den Stein auch einfach so trennen lassen. Ne? Ist die so die einfachste Variante. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass ihr euch so einen Stein nehmt, wenn ihr ein bisschen flexibel sein wollt. Gerade mal so ein Stück Mini-Landschaft. Ist natürlich auch ganz wichtig, dass ihr vorher vielleicht mal ausprobiert, dass der Stein noch schwer genug ist, dass die Wurzel unten bleibt. Und dann nehmt ihr einfach so einen Stein. Nehmt euch Kabelbinder oder zwei und befestigt den Stein an einer einfachen Stelle, wo ihr gut rankommt. Unten ist immer ganz gut, weil unten hat die Wurzel, an der dicken Stelle hat die Wurzel meistens auch den stärksten Auftrieb. Dann schneidet ihr die Kabelbinder unten ab. Und so seid ihr sehr flexibel. Also ihr könnt praktisch die Wurzeln überall hinlegen, wo ihr wollt, hinsetzen und könnt nach einer gewissen Zeit auch den Kabelbinder entfernen, abschneiden beziehungsweise auch mit Pflanzen besetzen, wenn ihr das so dran lassen wollt. Und so habt ihr zwei Möglichkeiten, die Wurzeln, wenn sie frisch sind, in euer Aquarium nachträglich einzubringen oder wenn ihr ein Aquarium neu einrichtet. Dann viel Spaß!